Wir sind in Welt 4 Spezial. Es ist wie den Mount Everest hochzuklimmen und es wird immer ein bisschen steiler und ein bisschen schwerer. Aber wir machen Fortschritte. Jetzt haben wir so einen ziemlich pink-rötlichen Yoshi. Wow, mit vielen Jumps. Das Level ist voll mit Jumps. Okay, das ist schon ein cooles Item, aber ich glaube, ich habe kein Interesse daran. Wow, ich kann gerade gut durchrennen und das war es auch schon. Aber es war ein schöner Moment, in dem ich einfach nur durchgelaufen bin. So, ich versuche einfach einen auf Speedrun zu machen. Ich glaube, damit komme ich ja gerade momentan am besten durch. Wow, ein brennender Typ. Was haben wir denn da oben? Okay, die Blume war eben noch irgendwie nicht da. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Das wäre ein Teil. Und Checkpoint. Ich mache mir Sorgen, weil ich habe keine furchtbaren inneren Schmerzen gehabt, bis zu diesem Checkpoint hinzukommen. Das ist nicht normal. Ich glaube, in diesem Rock muss ich irgendwo hin. Denke ich mal. Ah. Kann ich an ihm vorbei? Ja, ich muss das Ding irgendwie mitnehmen. Oder ich gehe jetzt mal hier vorbei. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Okay, da ist nur Geld. Ich muss da schon mal nicht hin. Okay. Ich probiere zu drücken und dann irgendwie irgendwas hier raus zu machen. So ungefähr vielleicht. Ich glaube, das könnte richtig gewesen sein. So, und dann rollen wir das Ding hier runter. Okay. Man kann hier hinter ihm vorbei. Das wusste ich jetzt nicht, wenn er den hier macht. Ach, scheiße. Hier ist ja auch nur Geld. Oh nein. Wo geht's denn jetzt wirklich lang? Das habe ich jetzt erstmal gar nicht gesehen, dass da nur Geld ist. Der ist schnell. Ich habe leider keine Ahnung. Ah, vielleicht hier runter. Komm schon, sei der richtige Weg. Hier lang. Ah, wahrscheinlich hätte ich irgendwas anderes machen müssen. Moment. Ich probiere nochmal hier rauf zu tun. Ein Stückchen weiter. Stückchen weiter, Stückchen weiter. Stopp. Und zurück. Fuck. Nicht ohne runterfallen. Ich will gucken eigentlich, was in diesem Ding drin ist. Dachte ich es mir doch. Okay, dann müssen wir das nehmen und schnell darüber. Um das Secret. Eine Blume. Oh Mann, ich will keine Blumen oder irgendwelche Münzen oder sonst was. Ich will nur dieses Level schaffen. Kapiert es endlich. Jetzt habe ich keine Eier mehr übrig. Alles ausgegeben. Gehen wir hier rein. Das Ding muss natürlich mit. So. Okay, das war ein Fail. Nochmal. Nein, ich will auf. Nee, auch nicht. Ja, so ungefähr. Nur, dass ich am Ende auch da lande irgendwie. Wow, nicht so schnell. Okay, ich habe ihn noch dabei. Wow, der wehrt sich. Na? Okay, gib mir mal ein Ei. Und dann hau ab. Was haben wir denn da drin? Uninteressant. So, er muss da hin. Aber erstmal muss ich ihn hier irgendwie zerstören. Perfekt. Oh, noch einer. Sogar noch einer hier. Okay, ich sehe auch nicht, dass das irgendwie was bringt, dass ich das hier rüberbringe, oder? Es sei denn, hier drin ist die Lösung aller meiner Fragen. Ah, es ist tatsächlich die Lösung aller meiner Fragen. Oder die Antwort aller meiner Fragen. Wir können hier lang, wir können auch da lang. Da hier der Sternenkreis ist, gehe ich hier lang. Sieht ein bisschen vielversprechender für mich aus. Jetzt kommt der Typ und will hier fressen, oder? Ja, genau der. Von dem rede ich. Meine Beschreibungen sind immer ein bisschen schlecht, aber ich glaube, meine Vorhersage war trotzdem nicht falsch. Jetzt habe ich nur ein Problem. Nämlich, ich sterbe. So, wäre es, wenn ich hier einen Reload mache? So, und weiter. Boah, mit den Bomben ist das nicht gut. Na. Okay, scheiß drauf. Nein. So, ja. Ui. So, da haben wir es geschafft. Und Ziel. Das erste Level von diesen beiden Dingern ist eigentlich meistens das Einfache.
würde ich jetzt mal behaupten, also von diesen beiden Bonus-Levels, das heißt, hier würde ich sagen, fängt jetzt der wirkliche Shock Rock an. Rastlose Höhle. Okay, wir sind schon mal in einer Höhle. Okay. Wir haben es geschafft. Was? Warum? Also wir können hier durchgehen und alles machen, was es hier gibt. Oder ich renne einfach ins Ziel, was direkt daneben liegt. Ich verstehe auch nicht so ganz den Sinn dahinter. Ich verstehe das nicht so wirklich, was hier abgeht. Aber gut, schauen wir uns ein bisschen hier um. Ich würde sagen, jetzt einfach das Level zu überspringen, weil man es überspringen kann. Muss jetzt auch nicht sein. Andererseits weiß ich auch nicht, wo ich jetzt wirklich lang gehen muss. Hier komme ich irgendwie erstmal nicht weiter. Hier kann man auch nicht rein. Also, ich würde liebend gern das Level spielen, aber wo fange ich an? Wo geht hier irgendwas? Ich meine, da oben ist so ein Typ. Der könnte mir vielleicht an einer Stelle helfen, aber wie komme ich an den überhaupt erst ran? Ich meine, das ist ja schon eine Herausforderung an sich. Oder ich probiere jetzt einfach mal hier lang zu kommen. Na toll. Aber das wird definitiv eine üble Sache. Seht ihr, ich werde ja schon mal runtergestoßen, weil ich... Na, seht ihr? Ich meine, ich könnte versuchen, darüber zu kommen, aber Baby Mario macht da nicht mit. Wow, guck mal, wie lange ich hier flattern kann. Ist doch nicht normal. Okay, also wir müssen das Ding zum Drehen bringen. Vielleicht kann ich ja die Röhre rein. Nein, auch nicht. Ich muss diesen Typen da rechts mir holen. Und das ist das, was ich nicht schaffen werde. Also nicht schaffen werde, sondern... Ja, ich schaff das nicht. Das ist mein Problem. Kann ich irgendwas anderes machen? Kann ich vielleicht den hier nehmen? Der wird nicht reichen, damit ich irgendwo hochkomme, oder? Nein, ich will eigentlich, dass er gerade steht, aber das kriege ich nicht hin. So, und dann... Nein, nicht mal ansatzweise reicht das. Kann irgendwie da reinrennen oder sowas? So vielleicht? Nein. So vielleicht? Ja. Jetzt hängt er halt da rum, ne? Da jetzt auch keine tollen Sachen. Hä? Okay. Kann ich den Typen verwenden, um da links hochzukommen? Also, es sieht auch schon knapp aus hier. Komm mal weiter nach... Nein, in meine Richtung. Okay, er rennt weiter nach links immer. So etwa. Reicht nicht ganz aus. Okay, ich habe ihn getötet. Das ist auch eine gute Sache. Am Ziel vorbei. Okay, sorry, Freunde. Ihr seht, ich habe mir die Mühe gemacht und es versucht. Aber ich weiß nicht, wie dieses Level gehen soll. Tut mir leid. Ich mache jetzt einfach in Welt 5 weiter, überraschenderweise. Ich fange einfach mit dem ersten Level aus Welt 5 an. Morph Zone. So, vielleicht ist es auch ein richtig böses Level. Eins, wo ich wieder richtig sauer werde und was mich richtig nerven wird, damit das ein bisschen Ausgleich ist. So, hier haben wir das Auto. Warte, was stand da? Man kann als die Wände hoch. Als Auto kann Yoshi Wände emporklettern. Das ist mir aber neu. Drücke dazu B schnell hintereinander. Oh, ist das wirklich so? Ja, wenn die Kamera nicht mitmacht, dann ist blöd. Gut, ich sage euch, was das geht beim ersten Mal. Aber dann geht das irgendwie nicht mehr, weil es geht, klar, aber die Kamera spielt dann nicht mehr mit nach dem ersten Mal. Ach, okay, ist eh nur für eine Blume gewesen, die ich jetzt sogar bekommen habe. Okay. Vielleicht nehmen wir uns mal hier noch ein paar neue Dinge. Muss ich als Heli unterwegs sein? Oh. Ich kann dem nicht mal ausweichen mehr. Okay, ich habe mein Safe State so gesetzt, dass ich instant tot bin. Also ein Treffer tötet mich. Oh. Nächster Safe State, der ruiniert ist, oder?
Gut, ich habe das Talent, die Safe State so zu setzen, dass ich auf jeden Fall tot bin, egal was passiert. Wow, okay, den habe ich irgendwie abgewehrt mal. Kann ich jetzt zu Fuß weiter? Gehe ich hier rein? Gehe ich hier weiter? Gehe ich zurück? Ich weiß auch nicht ganz, was hier gerade abgeht. Was haben wir denn hier Nettes? Wow. Den nehme ich und schmeiß ihn da drauf. Der kriegt auch ein Ei ab. Und Checkpoint. Alles klar, das scheint ja schon mal ein gutes Zeichen zu sein, ein Checkpoint. Ich versuche jetzt einfach hier lang zu cruisen. In der Hoffnung, dass mir nichts Böses passiert. Weiter nach unten, da rein, da hoch. Uns durchbohren. Wow, das habe ich auch nicht erlebt. Eine Verwandlung zum nächsten, ohne dass wir in der Zeit wieder normal werden. Ich hoffe, ich bin ja richtig. Wir nehmen uns mal eine Neuerung. So, so und so. Jetzt habe ich auch keinen Schlüssel. Hoffentlich gibt es ihn ja drin. Oh nein, nicht U-Boot. U-Boot ist meine Hassform. Aber es sieht sehr nach U-Boot aus hier. U-Boot. U-Boot. Ich weiß nicht genau, warum ich hier bin, aber vielleicht sammle ich hier einen Schlüssel ein oder sowas. Hoffe ich einfach mal. Zum Beispiel hier oben. Ne, hier gibt es nur noch mehr U-Boot. Okay. Nein. Okay, wir kommen hier an, können hier lang schwimmen und entweder weiter U-Boot machen oder hier oben lang gehen. Okay. Wo der nächste Checkpoint wartet. Wie mache ich denn den kaputt? Oder ich mache Wandschwung? Nein. Mehr Anschwung? Scheiße. Okay, wir machen es anders. Anscheinend muss ich irgendwie versuchen, das vorher zu zerstören. So, jetzt können wir. Wow, hier rauf. Ach du Scheiße, okay. Wow, nein, mir ist ein Chain Jump hinter mir her. Oh, fuck. Das ist ja eigentlich ziemlich geil. Die Kombination aus Auto und Chain Jump. Was das ja eigentlich auch nicht gibt bei Yoshi's Island. Wow, okay, länger Auto. Ich mache mich, glaube ich, ganz gut. Und ich habe es geschafft. Da gibt es einen Schlüssel. Das hat erstaunlich Spaß gemacht. Erstaunlicherweise. Leider muss ich mit dem U-Boot jetzt wieder zurück, dann weg. Ach, die darf ich eigentlich nicht. Na egal. Ich glaube, das reicht noch. Ein Treffer und dann hier einfach zurück. So, jetzt muss ich nur da wieder rauf und zurücklaufen. Ach, hätte es so schön werden können. Aber gut. Ist nichts Schlimmes passiert. So, dann gehen wir hier rein und ertragen die Schmerzen. Wow, ein Secret? Okay, voller Secret. Und Zug. Das Level der Transformation. Gehen wir hier lang? Nein. Eigentlich wollte ich ja runter, aber egal, jetzt gehen wir einfach geradeaus. Wurde noch von nix getroffen. Einfach geradeaus weiter. Oh, das sah knapp aus. Wobei, können die mich überhaupt treffen? Ich weiß. Oh doch, man kann mich treffen. So, sind hier durch. Und Ziel. Wow, ich weiß nicht, was ich zu diesem Level oder zu diesem Part sagen soll. Ich meine, gehen wir mal kurz zurück nostalgisch zu Welt 4. Das Level ging. Das Level habe ich gar nicht verstanden und konnte es irgendwie direkt beenden. Das Level, Welt 5, es hat Spaß gemacht. Spaß. Ich hatte Spaß an diesem Spiel, an diesem Hack. In einem Level. In einem sogar der gefürchtetsten Level. Das war mir sehr große Sorgen. Also gut. Damit haben wir nur noch drei Levels vor uns. Level 5 geheim und dann Welt 6. Also wir sind ziemlich kurz vorm Ende. Schaltet beim nächsten Mal also wieder ein. Bis dahin.